Für uns macht Move Church aus. Ankommen, zu Hause sein, Familie. Wir sind Markus und Vicky. Ich bin 41 und er ist 48. Kommen aus Gießen. Wir kommen aus einem christlichen Elternhaus, beide. Aber die Dinge, die wir halt, wie wir unser Leben gelebt haben, zu dieser Zeit, die haben halt auch dazu geführt, dass man sich selbst nach und nach Beschädigungen zufügt. Mit Drogen, Alkohol, man probiert sich einfach alles aus. Letztlich war ich dann in der Beziehung mit meiner ersten Frau. Diese Beziehung ging ungefähr 2 Jahre lang. Wir haben an einem Punkt gemerkt, dann schon eigentlich, diese Beziehung ist am Ende. Der Punkt, an dem du dich dann findest, mit einer Scheidung, in so einem Zustand, in so eine neue Beziehung, in so eine neue Ehe starten zu wollen, das ist sehr schwierig. Es braucht dann viel Heilung, viel Vergebung. Wir haben, ich würde sagen, 10 Jahre daran herumgewirtschaftet, wenigstens damit klarzukommen, dass man eine Scheidung hinter sich hat, dass man viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Dann, als wir unsere Beziehung gestartet haben, kamen wir halt wirklich beide wirklich sehr ramponiert, sag mal, in diese Beziehung rein, wo wir einfach denken, so wow, wo dir es einfach auch selbst nicht so klar ist, was du für einen Schaden innerlich einfach hast. 2006 haben wir dann geheiratet und haben dann noch 2 Kinder bekommen. Der Punkt für uns beide war die Ehe mit all der Erfahrung, die wir gesammelt haben vorher, ja. Dass wir unsere Ehe auf unserem Glauben aufbauen wollen, mit Jesus im Mittelpunkt. Durch Corona haben wir dann halt ganz viel auch halt online geschaut. Dann hatten wir schon einige Predigten der Move Church geguckt und waren da ganz faszinierend. Wir haben die Move Kids geguckt mit unserem jetzt 12-Jährigen und er fand das total cool. Und dann kam eine Einladung von einem sehr guten Freund. Wir sollten doch mal in einen Zoom-Call mit reingucken, weil hier in Gießen ein Campus gestartet wird. Es wurde uns sehr schnell klar, das könnte unser Ding sein. Ja, weil man auch gleich gemerkt hat, wie die Menschen sind, wie sie gehen aufeinander zu und kümmern sich gleich um uns. Das fanden wir schon sehr, sehr spannend. Die nächste Phase in unserer Ehe, wo wir eben eingestiegen sind. Wir suchen uns eine neue Kirche. Wir wollen unsere Beziehung, unsere Ehe aufarbeiten. Das hat im ersten Schritt gut funktioniert. Wir waren in der Move Church und wir haben den ersten großen Wurf in unserer Beziehung getan, indem dass wir einander vergeben haben, Vergebung zugesprochen haben. Ich hatte einen solchen Schlüsselmoment, wie ich Jesus sagen, abhören, jetzt wird alles gut. Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt bis zum Tag heute, wo einfach Freisetzung und Heilung im Turbogang in Gang gesetzt wurde. Und diese neu gebaute Beziehung zu Jesus, das haben wir 2022 im Juli mit einer Taufe, es war uns einfach ein Anliegen, das nochmal festzumachen. Was die Move Church auszeichnet aus unserer Sicht, ist die Möglichkeiten, die sie bietet, den vielen Aufwand, den sie betreibt, um all diese Dinge möglich zu machen, die Kinder mit zum Sommerfestival zu schicken, zu Camisio nach Wiesbaden zu bringen, Basement Nights zu besuchen. Move Church ist für uns wichtig, weil wir uns einfach darauf verlassen können. Selbst wenn du eine Dürrephase hast, eine Dürrezeit erlebst, im Umfeld der Move Church finden wir eigentlich safe das, was wir brauchen, um da wieder rauszufinden. Also diese Intensität von Begegnung mit Jesus, mit Gott, die war komplett neu.